Mein Name ist Pia Stapel. Ich bin gerade 40 geworden. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, zwei kleine Jungs, die jetzt gerade zur Schule gehen. Der andere ist in der Kita. Und ich komme aus dem Münsterland ursprünglich, also ist das meine Heimat Westfalen. Ich bin allerdings dann zur Ausbildung weggegangen nach Niedersachsen. Ich habe in Lüneburg studiert. Angewandte Kulturwissenschaften, das ist mein Fachgebiet, was allerdings sehr generalistisch ist. Also ich habe als Schwerpunkte BWL, Kommunikationswissenschaften im Endeffekt und auch so Medien- und Öffentlichkeitsarbeit gehabt. Und ja, bin dann nach dem Studium, habe ich mich auf die Suche gemacht nach einer ersten Stelle und bin dann quasi zur Caritas gekommen. Das war so der Werdegang und bin dann auch in Niedersachsen hängen geblieben. Nein, das stimmt, das ist nicht der einzige Hintergrund. Ich habe diese Stelle gesehen jetzt in einer Phase, in einer Lebensphase, wo ich schon so ein bisschen wieder auf der Suche war. Ich mache die Geschäftsführung der Stiftung, wo ich jetzt bin, jetzt seit über 10 Jahren. Und habe diese Stiftung von Beginn an aufgebaut, weil das eine quasi neue Organisationsbildung damals war. Und komme jetzt langsam an den Punkt, wo ich sage, okay, die sind gut aufgestellt, es funktioniert gut und ich habe auch Lust nochmal wieder auf was Neues, auf was anderes. Und ich bin auch auf der Suche nach einem Arbeitsumfeld, wo ich ja, meine Ideen, wie ich gerne Caritas arbeiten möchte, wie ich auch mit meinem Team, meinen Kolleginnen und Kollegen arbeiten möchte, wo ich das so umsetzen kann. Mir ist es sehr wichtig, eine gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit zu haben, wo man sich aufeinander verlassen kann, wo gut kommuniziert wird. Und da habe ich mich auf die Suche gemacht, sowas jetzt auch noch mal wieder zu finden und bin durch Zufall über die Ausschreibung gestolpert. Und es hat mich aber sofort interessiert und deswegen habe ich mich dann dort beworben. Und dass es in der Heimat ist, ist natürlich einfach noch mal ein Punkt, der auch es interessant macht. Weil wir wären jetzt auch nicht, ich sag mal, nach Süddeutschland, wer weiß wohin gegangen oder so. Genau, ich habe sozusagen die Caritas von der Pike auf gelernt. Ich bin als Vorstandsassistentin im Diözesan Caritas Verband Hildesheim angefangen. Das war 2008. Das ist also jetzt auch schon wieder eine Weile her. Und hatte dadurch die Chance, die Caritas halt wirklich so in all ihren Facetten kennenzulernen. Also ich habe in der Geschäftsstelle dort ja gearbeitet, habe da Projekte gemacht. Zum Beispiel war ich Projektleitung Audit Beruf und Familie, also so interne Dinge. Bin aber auch eigentlich mit zu allen Terminen, zu allen Gremiensitzungen gegangen, habe Kontakt zu den OCVs gehabt, zu unseren Fachverbänden, zu den Einrichtungen in den verschiedenen Bereichen. Damals hatte der DCV Hildesheim noch über 20 Einrichtungen auch in eigener Trägerschaft. Und so habe ich ja, einen sehr breiten Eindruck bekommen, konnte an vielen Dingen mitarbeiten, habe viele Menschen kennengelernt. Und dieses ganze Pfund an Caritas-Wissen, das bringe ich jetzt auch mit nach Münster. Weil es was Neues war und es ist aus dem DCV Hildesheim heraus entstanden. Also ich bin zwar gewechselt in eine andere Organisation, aber die ist, also der Stifter ist der DCV Hildesheim. Der hat damals entschieden, seine Einrichtungen in Stiftungen neu aufzustellen, damit sie gebündelt und fokussiert besser arbeiten können. Und mich hatte man dann gefragt, ob ich die Geschäftsführung der Behindertenhilfe übernehmen würde und das habe ich sehr gerne gemacht. Weil es mich gereizt hat, eine neue Aufgabe zu haben, da etwas Neues aufzubauen mit einem ganz tollen Team, wirklich mit meinen beiden Vorstandskollegen und den Leitungskräften aus den Einrichtungen. Und deswegen habe ich mich gerne dafür entschieden. Und im Nachhinein kann ich auch sagen, es war die richtige Entscheidung, ich würde es immer wieder machen. Ich glaube, das passt sehr gut für die soziale Arbeit generell. Natürlich passt es gut für Menschen mit einer Beeinträchtigung, wenn man sie dabei unterstützen möchte, ja, ihr Leben gut zu leben im Endeffekt und möglichst selbstbestimmt. Es passt aber sicherlich auch für andere Menschen, die welches Problem auch immer haben und dafür Unterstützung bei der Caritas suchen und denen wir hoffentlich was da anbieten können. Weil im Endeffekt ist es ja immer ein Ziel, auch ein gutes Leben zu führen für jeden Menschen, für jede Frau, jeden Mann, jedes Kind und dabei zu unterstützen, dass jemand so sein Leben vielleicht auch ein Stück weit wiederfindet und wieder so in seinen Lebensmittelpunkt kommt. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Das passt, finde ich, gut. Das bedeutet, dass wir mit der Caritas einen ganz grundlegenden Dienst am Menschen, der urchristlich ist im Endeffekt, erfüllen. Ja, es geht darum,
Also ich nehme diesen Spruch immer gerne, der ist ja schon relativ alt, aber ich finde, er passt einfach immer noch Not sehen und handeln. Das ist es, das, was wir als Christen und Christinnen tun an der Stelle. Und ich darf es sogar beruflich tun. Also es ist ja auch ein Privileg, finde ich, da tätig sein zu können. Und ich finde, wir können da auch ein starkes Stück Kirche sein als Caritas. Wir können das sichtbar machen, wofür Kirche steht. Bei allem, was auch schwierig ist, bei allen Skandalen, die vielleicht auch laufen, wirklich die Hand ausstrecken und den Menschen helfen. Ganz tatkräftig, ohne Ansehen der Person, ohne irgendwelche Formalien da einhalten zu müssen, sondern einfach da sein und den Menschen das geben an Unterstützung, was sie in dem Moment gerade brauchen. Also ich habe das mit Ehrfurcht auch recherchiert, wie groß im Endeffekt die Caritas im Bistum Münster ist, wie viele Einrichtungen es gibt, wie viele Menschen sowohl haupt- als auch ehrenamtlich dafür arbeiten. Und das ist natürlich sehr beeindruckend. Und es wird natürlich nicht leicht sein, einfach eine Rundreise zu machen und zu sagen, ich lerne jetzt mal alle kennen. Das wird eine Weile dauern, aber ich möchte das auf jeden Fall tun. Ich möchte auch vor Ort sein. Ich möchte mit den Menschen sprechen, die dort die Akteure sind und Akteurinnen. Ich werde sicherlich auch viel indirekt erfahren, von Menschen in der Geschäftsstelle, die ja auch sich super gut auskennen sicherlich und viel berichten können. Und ich glaube, es braucht ein wenig Zeit, um da reinzukommen, um einen Überblick zu bekommen. Aber dieser Reichtum, diese Vielfalt, die da ist, also da freue ich mich sehr drauf. Und es ist aber sicherlich auch eine Aufgabe, sich da einzuarbeiten. Also für mich ist das ein Modell, was ich gut kenne. Ich bringe diese Erfahrung quasi mit. Ich arbeite jetzt seit über 10 Jahren in einem dreiköpfigen Vorstand und habe damit gute Erfahrungen gemacht, habe das auch gesucht. Also das war auch ein Grund dafür, mich zu bewerben, weil ich diese Konstellation sehr sinnvoll finde. Und es ist auch gerade das Reizvolle, dass es noch nicht festgezurrt ist, wer was macht. Wir sind dabei, uns kennenzulernen und auch zu gucken, wer bringt was mit, und werden das dann auch im Laufe der Anfangszeit sicherlich dann nochmal klarer zuordnen. Wer ist für was zuständig, wer kann was am besten auch leisten, was machen wir wie gemeinsam. Von daher ist das noch nicht fest. Also ich habe das mit meinem Mann natürlich besprochen, auch vor der Bewerbung bzw. während des Bewerbungsprozesses. Und es ist für uns auch ein ausschlaggebender Punkt zu sagen, ja, es ist eine Chance für uns, in die Heimat zurückzugehen, nach Nordrhein-Westfalen. Ich komme aus Warendorf, mein Mann aus der Nähe. Also das ist schon attraktiv, auch wieder nach Hause zu kommen sozusagen. Mit Familie merkt man schon, dass man ganz schön auf sich gestellt ist, wenn die Großeltern nicht vor Ort sind. Das ist ein Aspekt, den wir sicherlich dann auch sehr schätzen werden, und einfach auch natürlich weitere Verwandtschaft, Freunde vor Ort zu haben. Wir geben natürlich hier auch was auf in Hannover, man hat sich ja auch da was aufgebaut. Aber es ist schon ein deutlich lächelndes Auge, auch mit dem wir dann nach Münster gehen werden oder in die Umgebung. Und ich freue mich auch darauf, dass dann die Kinder, die Großeltern wieder mehr erleben können, Cousins, Cousinen. Unseren Jungs haben wir es jetzt noch nicht gesagt, sie sind ja noch sehr klein, da müssen wir gucken, aber bald werden alle drüber sprechen, von daher wird das auch nicht mehr so lange auf sich warten lassen können. Aber wir freuen uns, zurückzugehen. Ja. Der Tag ist gut ausgefüllt mit Arbeit und Familie, da passt nicht mehr so viel rein, das stimmt. Aber gerade wenn dieses Gleichgewicht einigermaßen passt, ist das schon mal gut, weil wenn ich zu Hause bin, dann bin ich auch zu Hause. Also da sorgen die Jungs schon für. Wenn ich dazu komme, mache ich gerne Yoga, um mal ein bisschen zu entspannen, ein bisschen runterzukommen. Das ist eher dann so mein Ansatz. Ich lese gerne, also das mache ich wirklich fast jeden Tag, egal ob ich noch irgendwo abends eine halbe Stunde aus dem Tag rausquetsche quasi, um einfach da auch nochmal mit dem Kopf frei zu bekommen, meine andere fiktive Geschichte einzutauchen, möglichst auch.